passend zur winterlichen Jahreszeit kommt die Beilhack Schneeschleuder bei vielen Bahnverwaltungen wieder zum Einsatz. Im Laufe dieses Jahres hat Roco einige Varianten seines H0-Modells ausgeliefert. Die bayerische Firma Beilhack lieferte die selbstfahrende Schneeschleuder an viele europäische Länder bis hin nach Skandinavien und Amerika. Gerade erst letztes Jahr hat die ÖBB durch ein neues Modell Verstärkung bekommen. Mit seinen 2x 1000 PS starken Motoren kann die Schneeschleuder bis zu 15.000 Tonnen Schnee pro Stunde räumen und ist dabei noch einfach handzuhaben. Für den Betrieb wird kein eigenes Triebfahrzeug benötigt, denn die Schneeschleuder schafft es selbstständig auf bis zu 100 km/h. Außerdem ist der Aufbau um 180 Grad drehbar und ermöglicht, dass die Schneeschleuder selbstständig die Richtung wechseln kann. Die Modelle von Roco beeindrucken immer wieder durch ihre vorbildgetreuen Funktionen. Das ist auch bei unserer Schneeschleuder der Fall. Unser H0-Modell kann sich vorbildgetreu um 180 Grad drehen. Kann seine Fräseinheit anheben und auch Schnee fräsen. Frage, kann die das wirklich? Gute Frage. Zufällig habe ich den passenden H0-Schnee dabei, um es Ihnen zu beweisen. Und los geht's! In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen fröhlichen Modellbahnbauwinter.